Guten Morgen. Eine Frage, die uns Christen doch ganz häufig beschäftigt, ist diese: Was ist Gottes Wille für mein Leben? Ganz häufig stehen wir vor sehr praktischen Fragestellungen oder Entscheidungen, die wir treffen müssen, und wir fragen uns: Was möchte Gott von mir? Was ist sein Wille für mein Leben? Und ich will uns heute Morgen auch darauf einfach hinweisen, dass es einen Ort gibt, an dem wir uns sicher sein können, was Gottes Wille ist. Es gibt vielleicht viele Möglichkeiten, wie Gott uns manchmal seinen Willen offenbart, das möchte ich gar nicht verneinen. Aber es gibt einen Ort, an dem wir uns 100% sicher sein könnten, dass das, was da steht, Gottes Wille ist. Und das ist offensichtlich Gottes Wort. Hier haben wir Gottes offenbartes Wort und seinen Willen. Und an vielen Stellen der Bibel wird deutlich, was, naja, vielleicht so zusammengefasst Gottes Wille ist für uns als Christen. Und ein so ein Vers, der steht in Micha 6, Vers 8, und den möchte ich gerne heute Morgen vorlesen. Dort heißt es in der Luther-Übersetzung: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha sagt hier: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Du kennst seinen Willen schon. Du weißt, was sein Wille ist. Ja, du musst nicht noch groß danach vielleicht fragen, sondern schau doch einfach in das, was er schon offenbart hat. Ja, und auch wir haben Gottes offenbarten Willen in Form der Bibel uns vorliegen. Wir können hier reinschauen und wissen, was Gottes Wille für unser Leben ist. Und Micha fasst es dann auch in drei Punkten gut zusammen, was wesentliche Kernelemente dessen sind, was Gott von uns fordert. Erstens sagt er, nämlich Gottes Wort halten. Man könnte hier auch übersetzen mit Gutes tun oder das Recht tun, dass das, was gut ist, das sollen wir tun. Und das hat hier auch so einen Ausdruck dessen, dass wir als Christen oder als Gläubige oder als Nachfolger Gottes das Gute suchen sollen, in allen Situationen uns für das Gute und auch für das Recht einsetzen sollen. Wir sollten uns niemals für Dinge einsetzen, die Unrecht sind, wo Unrecht geschieht, auch in dieser Welt. Und Unrecht natürlich auch im Sinne dessen, was Gott für gut und für Recht hält. Das bedeutet für uns auch ganz praktisch, Gottes Wille für unser Leben ist, dass wir uns zum Beispiel selbst von Sünde fernhalten, indem wir, was ja bedeutet, dass wir selbst Gutes tun und nicht Böses tun. Das Zweite, was er nennt, ist, wir sollen Liebe üben. Also unser Leben, unser Miteinander soll geprägt sein von Leben. Das kann sich ganz praktisch auswirken, wenn du auf der Arbeit bist, wenn du mit deiner Familie Zeit verbringst, wenn du in der Schule oder in der Universität bist und dort mit Mitmenschen in Kontakt kommst, dann sollst du Liebe üben. Sei freundlich mit ihnen, sei geduldig, sei barmherzig, sei nachsichtig, sei liebevoll allen Menschen gegenüber. Hier dieser Ausdruck, der könnte auch bedeuten, dass wir vor allem auch Gott gegenüber Liebe üben sollen. Und natürlich wissen wir, dass das etwas ist, was wir als Christen auf jeden Fall tun sollen. Aber hier kommt wahrscheinlich verstärkt auch dieser Gedanke hinzu, dass wir dem Menschen, dem wir begegnen, mit Liebe begegnen sollen. Wir sollen Liebe üben. Und der dritte Punkt, den Micha hier nennt, ist, wir sollen demütig sein vor Gott. Und das hat hier so, ja, dieses Wort, das hier eigentlich steht, bedeutet auch sowas wie, wir sollen im Bewusstsein dessen, dass Gott da ist, wandeln. Also uns bewusst sein, Gott existiert, und das auch mit einer gewissen Demut. Wir sollen mit Gott leben, mit ihm wandeln. Ja, und das ist auch so wichtig, dass wir durch den Tag gehen, uns dessen bewusst sind, dass wir mit Gott leben, dass er da ist, dass wir völlig abhängig sind von ihm. Und zwar jeden Tag neu brauchen wir die Gegenwart Gottes. Ja, diese drei Punkte nennt uns Micha hier also. Wir sollen Gottes Wort halten, wir sollen Gutes tun also, wir sollen Liebe üben, und wir sollen demütig wandeln vor Gott. Jemand hat mir mal das Akronym TÜV beigebracht, um mir diesen Vers hier zu merken. Bei TÜV bedeutet das T, tue Gutes, das Ü, übe Liebe, und das V, verharre in Demut. Ja, wenn wir unser Auto zum TÜV bringen, dann prüfen wir, ob alles in Ordnung ist bei unserem Auto. Oder es wird zumindest geprüft. Wenn wir ein bisschen schauen wollen oder prüfen wollen, ob wir mit unserem Leben im Willen Gottes leben, dann denk vielleicht auch wieder an den TÜV und prüf dein Leben, ob du wirklich geprägt davon bist, dass du das Recht suchst, Gutes tust, ob du Liebe übst
und ob du in Demut vor Gott verharrst und lebst und wandelst. Tu Gutes, übe Liebe und verharre in Demut. Mit diesen Worten wünsche ich euch einen gesegneten Freitag.